ist jetzt also mehrere Magic Moments gehabt. Also angefangen hat eigentlich in Wengen im Läuberhoren, wo ich da den vierten Platz bin gefahren. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich wirklich das zeigen konnte, wo ich drauf war. Das war ein bisschen Befreiungsschlag. Und nachher ist es weitergegangen auf Stockholm, da Parallelslalom, und da gewinne ich das erste Weltcuprennen. Das war unglaublich. Und dann ist es gerade weitergegangen auf Korea, und Korea hat die Silbermedaille. Und birnenweiche Sache. Und nachher Team-Event Gold noch, das vergoldet die Silbermedaille auch noch. Und nachher noch nicht genug gewesen, sondern noch weiter auf Kranz Kagora und da das erste Slalom-Weltcup-Podest. Also, es war einfach zusammengefasst und birnenweiche Saison für mich. Ja. Grundsätzlich, ich bin einfach gerne auch, im Wasser. Also, ich freue mich extrem auf das Wasser und auch die Wärme, dass man nicht immer kalt hat an den Zehen, weil die Zehen sind, ja, während dem Jahr kommt, die ist schon ein bisschen zu kurz mit der Kälte. Jetzt kann man mal ein bisschen abschalten und die Zehen in der Wärme lassen. Ja, aber dass ich so nach einer Saison ist das sicher nicht einfach, das zu bestätigen. Darum muss man sicher voll drauf bleiben und konsequent weiter trainieren und Fokus auf die Skifahren haben. Und dann probieren, so eine Saison noch mal zu bestätigen. Ja.